Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich hänge immer noch an diesem Lava-Typen dran. Wir haben gerade ganz kurz gemeinsam live geschaut, wie es denn aussieht. Ob mich sein Smash mit seinem Arm, ob sie mich sein Ellbogen trifft oder nicht. Ja, der Ellbogen berührt mein Charaktermodell. Aber, also, boah, ja. Über den Treffer darf ich mich nicht mehr beschweren. Es sieht halt so aus, als würde er mich nicht treffen, weil ich eigentlich voll in der Rolle drin bin. Aber er trifft mich da wirklich. Er berührt meinen Fuß. Die Schuhsohle, die berührt er an der Stelle. Also da darf ich mich nicht mehr beschweren. Es ist nur, wenn man das bei einem Boss halt so oft gesehen hat. Na, der steht ja immer noch da unten. Komm mal her. Ah! Und bei dem anderen Boss habe ich es halt wirklich richtig gesehen. Und hier war ich mir jetzt eigentlich auch ziemlich sicher. Allerdings, ich weiß auch nicht, wie ich da ausweichen soll, weil er hat wieder diesen Homing-Effekt. Seine Faust verfolgt mich im Flug. Also da gibt es keinen Schwung oder so, den er drin hat. Und dann, sondern im Flug verfolgt mich die Faust. Ich muss einfach, glaube ich, noch einen Ticken später vielleicht ausweichen. Ja, guck mal, das hat geklappt. War zu spät, glaube ich. Nein, nicht wieder von ihm runterschieben lassen. Oh oh. Nee, er macht's nochmal. Er macht's nochmal. Weg, 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 weg. Nein, nochmal. Ach, fuck you. Und nochmal. Okay, jetzt wird's dann langsam wild. Ja. Oh Mann! Ach, wenn ich das mache, dann hast du Probleme. Mit dieser Attacke hast du also Probleme. Mhm. Die trifft dich häufiger. Das andere Zeug, das hast du jetzt durchschaut. Ja, dann setze ich dir diesen tollen Feueratem vor. Weil der ist ja so geil. Der ist so geil. Das macht Spaß. Dem man nicht ausweichen kann, beziehungsweise ich nicht weiß, wie ich dem ausweichen kann. Ah ja, der Kröterich da unten ist mittlerweile auch gone. Alles gone. Alles, was uns im Weg steht, ist gone. Da sieht man mal. Also 12 Mal bin ich jetzt schon, auf jeden Fall schon gewesen. Das ist jetzt das 13. Mal müsste es ja dann sein. Oder das 16. Mal oder das, keine Ahnung. Die Meinungen unterscheiden sich da, wie oft ich die killen muss, habe ich gehört. Laserhand! Oh oh, da kommt noch eine. Ja, das war wenigstens kein voller Schaden, okay. Oh, scheiße. Ah, okay, das geht.
Wischer? Ja. Oh oh, ich glaube, das ist nicht gut. Oh, puh. Scheiße. Ich muss saufen, kein Schaden. Doch ein bisschen Schaden. Okay. Wir laufen weg. Weil ich glaube, dass es nicht hierher kommt. Sehr gut. Ah, jetzt kommt's hierher. Warum kommt's jetzt hierher? Der Laserhand, okay. Ah, shit. Okay, das war das Gute. Jetzt kommt das Nicht-Gute. Fuck, 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 fuck. Ja. Yes. Große Seele umarmt. Ich habe eine große Seele umarmt. Nice. Nee, ich glaube, ich habe schon eine große Seele, oder? Ist das nicht? Ja, hier, die. Das sind doch... Genau, die verlorene Sünderin habe ich schon gemacht. Habe ich auch schon. Die zweite. Hehe. Urleuchtfeuer, das bringt mich nur zurück, ne? Ja. Oh Gott. Eindringlinge werden sich ungemacht stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Im Turm des alten Eisenkönigs wohnt das Kind der Finsternis. Aha. Was passiert hier? Was war das? Das habe ich schon gesehen. Das hier habe ich schon mal gesehen. Geschlossen. Ja, sehe ich auch. Nachricht lesen. Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Geschlossen. Okay. Aber ich habe sowas Ähnliches wie das da hinten schon mal gesehen. Dann ist es nicht das Gleiche, sondern aber so einen ähnlichen Kreis mit Löchern drin und sowas habe ich schon mal gesehen. Habe ich schon mal irgendwo gesehen. Jetzt habe ich aber immer noch keinen Titanitbrocken gefunden. Hast du mir irgendwas anderes zu Seelen zu sagen? Ja, nee, eben nicht. Bevor
Bevor ich leveln gehe, nochmal kurz beim Schmied vorbeischauen. Aber ich glaube. Ich kann hier nichts mehr. Ja, mir fehlt Titanitbrocken. Aber die könnte ich nochmal ein bisschen leveln. Warum eigentlich nicht? Und dann dieses Schwert, das ich mir ausgeguckt hatte. Das hier. Auch nochmal. Perfekt. Hab drei Waffen jetzt auf Vollgas. Ja, Rüstung leveln. Boah, habe ich schon mal überlegt, aber nö. Keine Ahnung. Jetzt habe ich Balance auf 5,1. Mehr geht nicht, also machen wir 5,4, komm. Und dann will ich noch ein bisschen Stärke oder Leben? Leben. So, ich guck mir mal jetzt. Im Anfangsgebiet war noch so ein Ding, was ich mit so einem Duftzweig wegmachen kann. Das schaue ich mir mal eben an. Kann ich aber die andere Hellebarde nehmen? Die ist nämlich ganz. Hier, du. Mach mal Platz. Durchsucht eure Umgebung. Durchsucht umstoßen. Ach so. Okay. Okay, der hat schon ein bisschen mehr ausgehalten. Ein bisschen mehr, als mir lieb ist. Hä, hier führt eine Leiter irgendwie hoch. Da sehe ich eine Leiter. Aber die führt dann woanders hin wahrscheinlich. Na gut, dann. Hopp. Ja, steh auf. Du Mistsack, ey. Ah, das trifft.
Habe ich noch Lebenssteine? Das wäre jetzt wichtig. Ja, und ich habe anderes Zeug, was ich stelle, Trefferpunkte wieder herheilt, alle Statuseffekte und sowas. Sowas kann ich doch auch mal benutzen, ey. Aber jetzt reicht's erstmal. Was rülpst du mich an? Nicht rülpsen. So, das erste Mal, dass ich mich jetzt mit so einem anlege. Ach nein, der fällt ja um. Oh fuck, und es sind zwei. Na klar. Lass mal bleiben, bitte. Kann ich hier irgendwie... Okay, da kann ich vielleicht darüber schwimmen. Nee, dann will ich aber eigentlich erst an ein Leuchtfeuer. Bevor ich hier irgendein Boot benutze. Da vorne müsste doch eins sein. Jetzt können wir noch mal. Jungs. So, und dann wäre es natürlich cool, wenn ich dem zweiten, der hier steht, irgendwie auf die Rübe springen könnte, aber das geht leider nicht. Autschi. Was ist... Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, ich kann dich jetzt nicht brauchen. Ich kann dich jetzt echt nicht brauchen. Warum kommst du jetzt hierher? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleib fern. Danke. Ey, dämlicher Verfolger, ey, der hier random plötzlich auftaucht. No, nicht beißen. Nein, nicht nochmal beißen. Nicht nochmal beißen. Ach. Gegen so ein dummes... So ein Blob. Gegen so einen fetten Blob. Dann nehme ich jetzt die dickere Hellebarde. Oh Mann, ey. Ich habe die noch nie bekämpft, die Dinger. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich wirklich damit beschäftige, die dicken Blobs zu bekämpfen. Sag bloß, der eine ist weg. Aha, okay, ihr verschwindet also. Ihr seid nicht keine dauerhaften. Ach nee. Ja, ist okay. Hey. Schön, dass du wieder da bist. Ich hab dich ja so vermisst. Mann, ey.
Und dann kommt nicht nur ab und zu dieser Verfolger, sondern es an jeder Ecke kommen einem Finstergeister entgegen, warum auch immer. Irgendwelche random PvP-Events, wenn man offline spielen will. Was soll denn die Scheiße? Na ja, habt ihr das gesehen? Hier hatten wir schon wieder einen. Ich bin eigentlich außerhalb der Reichweite. Super Lag, bei dem ich dann in seine Finger reingezogen wurde. Ach, Kacke, das war mein Fehler. Und warum spawnt dieser Verfolger hier jedes Mal? Das war bisher auch nicht so. Doch bei dem einen Gebiet, da ist er auch jedes Mal gespawnt. Bis ich dann mal abgehauen bin von dort, nachdem er gespawnt hat. Ist und es überlebt hab, glaube ich. Dann war er, glaube ich, weg. Lol. Lieber eine saufen. Na, ach, na endlich an diesem dicken Blob, ey. Oh. So, was? Was ist in diesem Sarg? Ich bin doch nur deswegen hier. Okay. Die Natur eurer Existenz hat sich verändert. Was? Mal gucken, kann ich dich noch? Oh, nicht gut. Ah, hat noch gereicht. Hä? Wie habe ich jetzt, warum habe ich so seltsam geschrien? Ich schaue auch immer noch so aus. So seltsam. Einfach mal aus Interesse jetzt. Lol, ich bin eine Frau.
bin jetzt eine Frau. Ich bin jetzt eine Frau. Ist das ein Randomizer da unten, dass ich irgendwie plötzlich ein anderer Charakter bin? Was zum Geier? Okay, ich nehme es einfach so hin. Gut, ja, hier gibt es nichts mehr anderes zu holen. Ich dachte, da wäre irgendwas Cooles, aber es ist irgendwie, naja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. So, jetzt ist die große Frage. Was habe ich noch nicht gemacht? Ich bin noch nicht ins Loch. Ins Loch bin ich noch nicht. Wir gucken mal kurz, wie oft ich schon gestorben bin. Ich schätze 450 Mal. Das. Haha, geil, oder? Wie gut ich das eingeschätzt habe. Ich war ja ab und zu dran, wusste, es ist um über mehr als 280 oder so. Ich weiß nicht, wie viel es war, das beim letzten Mal waren, als ich dort war. 453 Tode. Oh, da hinten ist Saurons Turm. Da oben ist nur Zeug, wo es heißt irgendwie, ich muss des Königs sonst was werden. Da unten ist die Nummer mit dem Drachen. Was hast du mir zu erzählen? Wait. You found your way out too. Ja. The name's Gilligan. Don't make me say it twice. Ja, ja. Was wollt ihr? Ich habe alles, was ihr braucht. Hihihi. Aha. Aha. Verleiht Waffe Blutungseffekt. Ein Ornament mit der Abbildung einer Leiter. Was? Magie. Scharfes Wurfmesser. Diebesmaske. Okay, das ist Diebeskram. Verstärkte Keule, Peitsche, Krallenholzschild. Nee, du hast überhaupt nichts Wertvolles für mich. Am liebsten würde ich dich abmurksen, weil du bringst mir ja mal gar nichts. So, bei dir ist auch niemand eingezogen mittlerweile, okay. Da unten habe ich schon mit der Lady gelabert und bin dann da links irgendwo lang. Soll ich mir jetzt... Muss ich jetzt... Ich brauche Seelen und... Dass ich da runterkomme, wa? Oder ist das Bait? Also, ich weiß, wo noch eine Statue ist, die man mit einem Duftzweig wegmacht. Ich glaube, ich müsste ja noch einen haben, ne? Ja. Na, dann gucke ich einfach mal dahin. Ich weiß tatsächlich gerade nicht. Hier habe ich diese Schlangenlady besiegt. Das ist der Weg zur Schlangenlady. Das ist bei der Schlangenlady. Also langsam müsste ich ja einmal in allen Gebieten gewesen sein. Eventuell gibt es hier beim... In der verlorenen Festung noch was. Da bin ich ziemlich schnell durchgelaufen. So, und hier oben war nur irgendwie so ein Gedönse von wegen bla bla König bla bla. Und auch hier im Wald der gefallenen Riesen. Auch dort gibt es eine Tür, die sich nur öffnet, wenn ich das Siegel des Königs finde oder so.
Also in diesem komischen Erntetal, da will ich mich eigentlich nicht mehr umgucken. Hatte ich auch nicht das Gefühl, dass es dort irgendwie was gab, was noch weiterging. Im Turm bei der Schlange bin gerade hart am Überlegen, was ganz oben war. Da war doch nur dann ein Leuchtfeuer, oder? Nachdem ich die Schlange gekillt habe und dann ging nichts mehr. Weiß gerade gar nicht genau, was hier hinten noch ist. Was war hier hinten noch? Da war doch nichts mehr, oder? Okay. Wie ich jetzt einfach eine Frau bin, warum auch immer. Durch einen Sarg. Was war noch mal hier oben? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ach, okay, hier bin ich im Eisenschloss rausgekommen. Ja, gut, dann wissen wir Bescheid, dass ich hier da auch nichts mehr. Ja, bestimmt irgendeinen witzigen Loot, aber sehe ich mich nicht sammeln. Hier noch irgendwas? Wie gesagt, also dort könnte ich mir vorstellen, da bin ich sehr schnell an allem vorbeigesprungen, was sich mir irgendwie in den... was sich irgendwie auf... da hinten befindet oder hier auf den Türmen oder ob es da irgendwie noch was gibt, keine Ahnung. Da könnte noch ein bisschen was zu finden sein. Hier hat auch auf dem Herweg haben irgendwelche Dinger von oben geschrien und so, da waren Harpchen unterwegs. Acht Lebenssteine. Cool. Ah, hier sind die Explosionsboys, ne? In den Dingern drin hier. War das nicht so? Dass hier explodiert?
Ja, hier dachte ich, okay, vielleicht kann ich hier irgendwie einen Aufzug, aber das schien mir dann doch nicht so. Bin ich hier von oben gekommen? Ich glaube ja. Hier ist ein Leuchtfeuer, lol. Hier ist ein Leuchtfeuer hinter einer Steinstatue, die benutze ich nicht. Festungsschlüssel benutzt, okay. Fossiler Drachenknochen, Feuerbombe. Lol. Ist nicht euer Ernst. Okay, also da oben geht nichts weiter. Dann runterwärts. Hier bin ich wirklich einfach durchgerusht. Aber das mit dem Käfig da oben, das bin ich noch nicht davon überzeugt, dass es da nicht weitergeht. Ah, okay, ich muss einfach Vollgas reinlaufen. Oh, hi. Ja, ich hab dich bemerkt. Ich habe dich bemerkt. Alles gut. Knochenstab. Eine Statue. Nein, oh, ich dachte, ich hau jetzt auf das Fass drauf. Okay. Hier sind einfach nur ein paar Kisten. Okay. Scheint's. Doch, da hinten ist noch ein Gang. Barrierdolch. Zwillingsklinge. Web, web, web. Hier kann ich was aktivieren. Ich weiß nicht, will ich wahrscheinlich nicht. Scheiße, ich habe gerade beim zweiten Schlag habe ich gedacht, oh, ups. Ach, Kacke, jetzt habe ich den Loot da verpasst. Ja gut, aber nee, ich bin einfach den richtigen Weg gelaufen. Grüne Blüte, große Seele, whatever. Unwichtiges Zeug. Und bin jetzt auf den Lootwegen quasi so. Wenn man sich noch umguckt, dann hier kannst du noch ein bisschen was finden. Zwingt dich aber keiner hier lang zu gehen. Okay. 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 Für das Abschließen des Spieles sind das hier irrelevante Wege, auf denen ich mich befinde.
Uralter Schlüssel. Du bist doch ein Saftsack. Nee. Okay, ja, nee, da ist nix. Zum Glück ist der vorher gestorben, bevor die drei Fässer da neben mir hochgegangen sind. Flammenschmetterlinge haben wir mittlerweile auch echt genug. Also ich kann überall jederzeit meine Fackel anzünden, das ist ganz nett. Da ist ein Hundi, da ist noch der Boy. Ja, wir waren überall, genau. Hier kommt nämlich der Verfolger. Ja gut, also hier gibt es auch nichts mehr. Müssen wir uns nicht schwerer machen, als es ist. Für was haben wir sie denn, die Keimkerknochen? So, okay, also. Dann ist in dem Fall die verlorene Festung, erkläre ich hiermit für abgeschlossen. Dazu gehört auch das Salzfort. Den Jägerhain, den erkläre ich ebenfalls für abgeschlossen. Dort habe ich diesen untoten Boss gekillt, um dann im Erntetal rauszukommen, um dann in die Irdenspitze zu gehen, um dann im Eisenschloss anzukommen, um dort die uralte Seele von dem Lava-Fuzzi zu machen. Hier in der Niemandswerft bin ich ebenfalls, also Sünderhügel ist das, nicht Salzfort. Salzfort bin ich gerade. Werft bin ich ebenfalls durch, bin ich dann bei der verlorenen Festung angekommen. Wald der gefallenen Riesen. Habe ich den Verfolger gekillt. Dann schauen wir nochmal an die Stelle, wo ich nochmal die Duftwurzel benutzen kann. Das war hier irgendwo. Bazi. Da hinten waren dreimal Loot, den habe ich gesammelt. Es ist tatsächlich etwas unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe jetzt. Normalerweise habe ich nicht keine großen Probleme, mich zurechtzufinden in Leveln und sonst wo. Wo ging es da hin? Weiß ich gerade nicht. Ging es da zur Werft? Nee. Doch, es kann sein, dass es da nach unten ging. Und dann zur Werft. Okay, ja, weiter dort lang. Dann über den Aufzug. Der hat mich nach unten zur Werft geführt. Müsste jedenfalls. Genau, und da unten, da gab es noch irgendwo so eine Statue mit für die Irde, ne, für die Duftwurzel, wie auch immer. So, nicht erschrecken, da vorne liegt einer im Wasser. Hier, irgendwo. Hä? Da ist er.
Genau. Und hier haben wir den versteinerten Boy. Hier, genau hier. So, yep. Den nutzen wir mal. Gucken wir mal, was da oben geht. Weil da war nämlich so ein fetter Gegner noch. Würdest du bitte... Danke. Den habe ich von unten gesehen gehabt. Genau. Wait. Du siehst nicht aus wie ein Gegner im ersten Moment. Du bist ein Gegner. Ein Elefant. Ein Elefantengegner. Der ist neu. Estus Flakonscherbe. Okay. Ja, ist nett. Wenn der Elefantengegner nur deswegen hier war, weiß ich nicht. Ritterrüstung, okay, von mir aus passt. Lieb von euch, brauche ich nicht. Eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Gut, der Elefant war wegen dieser dämlichen Scherbe hier. Das wird aber doch kein Gegner sein, den sie hier nur einmal verwendet haben im ganzen Spiel, oder? Das kann ja gar nicht sein. So, und hier kommen wir zur Werft. Nochmal überlegen. Dazwischen. Nee, sehe ich nicht. Wald der gefallenen Riesen. Ja, da war noch so die ein oder andere Frage offen. Da gab es noch den ein oder anderen Weg, den ich hätte vielleicht irgendwie gehen können. Ich glaube, das ist das falsche Leuchtfeuer hier. Ja, nee, nee, das ist Quatsch. Wenn, dann müsste ich dort gucken. Okay. Genau. Also, es gibt nämlich noch die Feuerechse hier im Keller, die mir noch ein bisschen ein Rätsel ist. Der Kollege da unten. Da bin ich nämlich noch nicht hingekommen. Ach so, ihr seid ja lebendige Soldaten, ne? Nee, du nicht. Ist da, aber es sieht jetzt auch nicht aus und da ist zugeschüttet. Nee, da unten komme ich nicht hin. Hier ging's zum... Oh, warte mal. Da war noch eine Tür, die abgeschlossen war. War das hier? Nee, ich muss da runterfahren. Da gab es noch eine Tür, die war verschlossen. Hier ist der... Ah ja, genau. Hier ist da... Hier brauche ich... Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Gut, irgendein Prinz, der über irgendeinen Goblin, der über irgendwelche Prinzen... schwadroniert hat, den gab's, ja, aber Prinz ist ja kein König. Und dann bin ich in PvP-Gebiet gekommen. Und der hat auch eine ziemlich deutliche PvP-Ansage gemacht, der Goblin. Nein, es war ein Gnom. Entschuldigung, bitte. Entschuldigung, Entschuldigung. An alle Gnome da draußen, ich wollte euch nicht
mit Goblins vergleichen. Auch so ein Gegnermodell, das habe ich nur hier bisher gesehen. So, da hinten. Ja, ich weiß, dass hier einer steht. Genau. Kann ich die Tür mittlerweile öffnen? Ah, guck mal. Oh, ah, schau mal an. Oh, hi. Ey. Oh, oh. Ich glaube, gegen dich wäre eine stumpfe Waffe wesentlich besser. Boah, Alter. Der hat Steinhaut. Magie. Ja, schieß mich mal bitte nicht ab. Hoppala. Nee, das wollte ich nicht. Habe ich natürlich nicht gelevelt jetzt, ne? Blöd. Aber das Blitzding. Warte, Moment. Das Blitzschwert. Kannst du mal... Ey, es reicht. Das Blitzschwert habe ich gelevelt. War es das? Ja. Boah, was seid ihr denn für miese Scheißviecher, Alter? Okay, vergiss es. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ehrlich gesagt. Und den Schaden, den ich da kassiere... Die kriege ich nicht tot. Wenn ich die wenigstens einzeln irgendwie triggern könnte, aber ich kann die ja nicht einzeln triggern. Die drehen sich brutal schnell hinterher, haben einen wahnsinnig bekloppten nach vorne Zunge-Schnalz-Angriff. Der da hinten bombardiert mich jetzt durchgehend, weil, keine Ahnung. Pass mal auf, wir probieren mal was. Mal gucken. Weiß es nicht, weil ich nichts davon gelevelt habe. Aber der macht 55, der macht 6, 65. Zerstörungsgroßpfeil. Okay, den kann ich nicht benutzen mit dem Bogen. Den Zerstörungsgroßpfeil. Habe ich einen anderen Bogen. Ich habe andere Glockenhüterbogen. Na, die sind ja noch kleiner. Okay, ich habe keinen passenden Bogen für den Zerstörungsgroßpfeil. Was haben wir denn sonst so? Eisengroßpfeil. Nee, Großpfeile werden einfach nicht passen. Ein Haufen Feuerpfeile, aber das sind ja Feuerwesen. Da jetzt mit einem Feuerpfeil drauf zu schießen, klingt auch irgendwie ein bisschen dumm. Oder nicht? Was meint ihr? Ich kann seinen Schwanz sehen. Was macht der? Nix. Jetzt macht er was. Er ist vielleicht jetzt nicht die klügste Idee, mit einem Feuerpfeil auf Feuerwesen zu schießen, aber ich meine, es macht trotzdem 97 Schaden.
Komm, wir vergiften ihn auch noch ein bisschen. Hast du irgendwas fallen lassen? Irgendwas Sinnvolles? Nee. Wo geht's hier lang? Oh Gott. Nope. Robuster roter Augapfel. Solange du da hinten rumlägst, nehme ich gerne dein Zeug mit. Einen Schlüssel bekommen, okay. Tja, da oben komme ich jetzt, aber du bist der, der unter der Kathedrale sitzt, würde ich jetzt mal behaupten. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, an dem vorbei zu rushen auf irgendeine Art und Weise. Ich denke nicht. Das wirkt hier eher so wie, ah ja, komm mal her, da gibt's noch eine kleine Besonderheit, aber ist jetzt nicht Spiel ausschlaggebend. Deswegen, was für einen Schlüssel habe ich denn bekommen? Kann ich das nicht gucken? Doch, hier geht's noch weiter. Da. Ah, okay. Oh! Machen wir mal. Wir öffnen mal. Schmied, nee, nicht des Schmiedes Schlüssel. Nee, Quatsch, das habe ich ja schon gemacht. Moment, jetzt nochmal in aller Ruhe. Führt euch in ein unbekanntes Land. Schwerer Eisenschlüssel. Keine Ahnung. Uralter Schlüssel. Öffnet die Eisentür. Tür, das Eisenschloss. Keine Ahnung. Jägerhain. Öffnet Zellen der verlorenen Festung. Soldatentür im Wald der Riesen. Ja. Eisenkönig einstmals besaß der Eisenkönig. Zu welchem Schloss mag er wohl passen? Okay, da ist auch nichts Nützliches dabei. Ah, der ist auch schon tot. Okay, der kommt schon nicht mehr wieder. Ganz schön geiles Blitzschwert, ey. Ganz schön stark. So, hier ist irgendwie dahinter, weiß ich nicht. Oh, hi. Ah, das sieht doch hier aber auch nicht nach gewolltem Weg aus, alles hier drüben. Das ist doch alles. Alles so Nebenpfade und Gebiete, so Nebengedöns. Sehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass es hier noch irgendwo weitergeht. Vielleicht hinten beim Verfolger noch irgendwie. Ja, hier ist leider das Tor zugegangen und ich glaube, ich komme nur schwer wieder auf die andere Seite rüber.
Ihr schießt auf mich, wenn ich hier reinlaufe. Zack. Und da drüben explodiert's. Jawohl. Hoppla. Das war so nicht ganz geplant. Ganz schön mächtige Nummer mittlerweile hier. Ja, wir sind schon kräftig unterwegs, ey. Ja, da unten war ich auch schon überall. Also hier gibt es halt noch so eine Tür, bei der es heißt so König, bla bla, Gedöns. Okay, hier bei dem Baum war ich ja auch schon. Da oben war ich auch schon. Kann ich den anzünden? Hatte ich schon probiert, bei dem anderen ging nicht. Bin sehr stark am Rätseln gerade. Ach so, ja, hier war die Nummer. Ich erinnere mich. Ups, das war so nicht geplant. Hoppla. Ach so, ja, hier kann ich ja einfach rüberlaufen. Komm, geh kaputt. Oder lass mich hier hoch, wie auch immer. Jetzt, so. Hier war ich noch nicht. Ist aber auch kein Weg, der einen weiterführt. Ist auch nur Lootpfad. Mit ein paar Überraschungen rechts und links. Genau. Genau solche Überraschungen meinte ich. Aromaschlick wird. Lol. Ah, guck mal, das ist der Weg, um hier wieder rauszukommen. Alles klar. Haben wir das auch gefunden? Kann ich dir die Tür wieder öffnen eigentlich? Hallo? Nee, okay. Ich stehe ganz böse auf dem Schlauch. Also ich vermute jetzt mal nicht, dass 2 uralte Seelen genug sind. Oder ist es genug? Könnte natürlich schon auch sein, ne? Könnte schon sein, dass ich fertig bin. Warum nicht? So ein weißer Symbolspeckstein, okay. Ja. Ja, alles gut. Haben wir alles schon erledigt. Hier ist alles tot. Hier lebt nichts mehr. Ah, doch, da oben. Da oben lebt wohl anscheinend doch noch was. Und die zwei Boys. Die, Ey, komm jetzt, echt? Na bitte, geht doch. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Da oben, da ging's da hoch. Nee, sehe ich nicht. Ich sehe hier keinen Weg.
Ich müsste ein neues Gebiet finden, eventuell. Es fehlt ein Gebiet oder so. Ich guck, also. Wo ich mir jetzt noch nicht ganz sicher bin. Ist in diesem hier, im Schattenwald. Weil im Schattenwald, da bin ich ziemlich schnell durchgerannt und habe gesehen, okay, das scheint Endgame-Zeug zu sein, wo man dann mit entsprechenden Sachen hingeht. Schien ein bisschen so zu sein. Überall sonst. Da, ja, ich meine hier Heides Flammenturm, da kann ich noch die Nummer mit dem Drachen entlang gehen, mit der Kathedrale. Ach, könnte schon sein, ne? Das in der Kathedrale. Okay, das muss ich mir noch angucken. Dass in der Kathedrale vielleicht noch eine alte Seele ist. Das könnte sein. Gut, abgesehen von der Kathedrale. Jägerhain, ja, da gibt's vielleicht noch eine Ecke, da könnte ich mal noch hingucken, ob da ein Weg weiterführt, würde ich aber nicht vermuten, weil ich am Ende vom Jägerhain... Da habe ich die... Diese, sag schon. Sünderin gefunden. Das war am Ende vom Jägerhain. Also gut. Es wird mich als nächstes doch nochmal in Heides Flammenturm führen. Und dort werde ich dann 12-mal da reinlaufen, bis alle Gegner nicht mehr erscheinen, damit ich diesen Drachen bekämpfen kann. Klar werde ich versuchen, ohne Damage und einfach durchzukommen, damit ich halt den killen kann und dann die Brücke runterlassen kann und dann da vielleicht ein Leuchtfeuer finde, dass ich dann nicht 12-mal alle killen muss oder 13 oder 14, 15-mal, wie auch immer, wie oft man sie killen muss, bis sie verschwinden. Wäre schön, wenn ich es schaffe, ohne dass vorher die Gegner nicht mehr da sind. Ansonsten, ja, müsst ihr euch das eine Folge lang antun. Bei diesem schönen Spiel, das ja so hervorragend designt ist, bei dem man so richtig schön... Ach, Entschuldigung. Gut, da geht es als nächstes hin. Da gucke ich mich, das gucke ich mir nochmal an. Ansonsten wäre der nächste Anlaufspunkt eben der Schattenwald. Und wenn ich an den beiden Orten nichts gefunden habe, dann brauche ich vielleicht nochmal einen Tipp, Leute. Dann brauche ich vielleicht doch nochmal Hilfe aus dem Chat zu dem Zeitpunkt, wenn es dann soweit ist. Aber bis dahin, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Es ist mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.